Vielleicht mal ein kurzes Feedback von euch, ob der Ton soweit okay ist. Also jetzt muss ich doch erstmal wieder mich so ein bisschen. Ich muss hier erstmal wieder reinkommen, ne? Ich weiß auch ehrlich gesagt gerade nicht mal wohin. Hört sich gut an, soweit schön. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn das Menü so laut ist oder irgendwie das Game so laut ist und Voice so leise. Ach Mensch, ich wollte doch noch so ein Overlay einblenden. So, wir haben. Okay. Okay, let's go. Frage ist, da kommen wir da wieder hoch. Welche Waffen haben wir denn? Wir haben die normalen Pistolettos. Okay, das war schlecht. Einmal. Oh, der schießt! Der macht Puff, Puff! Ja, schon ein bisschen angeknuspert. So, also nochmal. Tomb Raider 2 habe ich damals nie selber gespielt. Das hatte mein damaliger bester Kumpel gespielt. Ja, damals in der vierten Klasse. Ich habe immer ganz gebannt zugeguckt. Nein! Scheiße. Steuerung komplett verlernt. So. Übrigens, Fun Fact, wir sind jetzt nur noch aktuell, ich glaube, 6 Abo-Punkte davon entfernt, dass ihr ein neues Emote bekommen könnt. Also nur noch 6 Abos. Und ich habe es dem Renfi versprochen. Nee, dem René habe ich es versprochen. Entschuldigung. Dem René habe ich es versprochen. Und zwar das Fleischwurst statt Pizza-Emote. Und das soll kommen. Also wie gesagt, ich habe jetzt gerade keinen Plan, wo es hingeht. Bist du fleißig am Stream? Bin letztes Jahr etwas weniger auf Twitch. Also ich habe im Dezember habe ich sehr ruhig gemacht, weil durch Arbeit und so, es ging nicht anders. Dann so ein Jahresrückblick gemacht nochmal. Können wir den von hier oben? Kann sie den? Okay. Nein! Wir laden nochmal. Nee, aber jetzt seit Januar bin ich auf jeden Fall wieder am Start, dreimal die Woche. So, ich weiß nicht, was es hier bringt, dass wir hier rüber gehen. Aber sind wir jetzt ja schon wieder da? Ah, da ist ein Schalter. Wieso habe ich den nicht gesehen? Steuerung, da muss man sich erstmal wieder. Hä? Aber wo war das denn jetzt? Okay, warte mal. Ist das so akkurat? Nee, so ist runter. Planlos in Venedig. Hä? Also, warte mal. Okay, also. Jetzt gucken wir noch mal. Aber hier war doch der Schalter, oder nicht?
Alter, der Typ, das ist aber auch echt dirty, oder? Jetzt lade ich noch mal. So, mal gucken, ob wir es noch genauso geschmeidig hinkriegen. So, hoch mit dir. Das Ding ist doch. Ach, da komme ich gar nicht hin? Nee, ne? Okay, müssen wir was ausprobieren. Hey, wieso macht sie das denn nicht? Musst du doch irgendwie hinkommen. Hier runter? Nee, ne? Das macht sie auch nicht, ne? Aber, also ich befürchte aber tatsächlich, dass wir hier, warte mal, den Horst Helmut da unten erstmal auch platt machen müssen. So, oder? Ups. Esther, einen wunderschönen guten Abend. Oha, Tomb Raider 2, da kommen Erinnerungen an 2011 hoch. Nice. 2011? Wann haben dir denn deine Eltern eine PlayStation geschenkt? Und sie springt schon wieder nicht. Freund, ich habe gedrückt. Nein! Okay, wir machen das jetzt erstmal ganz gechillt. Gucken wir mal, dass wir hier erstmal rüberkommen. Vielleicht erwischt er uns jetzt ja nicht direkt. Ey, das ist schon mal echt ein richtig hart verkackter Start hier. Alles nicht so viel, hey, da kam das sehr besonders für das Spiel eine Revolution. Hey, für dieses Spiel eine Revolution. 2011? Aha. Welches Tomb Raider-Spiel kam denn bitte 2011? Okay, also irgendwie. Aber 2011, das war ja schon. Da gab es ja schon PlayStation 3.
So, wir haben auf jeden Fall schon mal ein Medikit verkackt. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Wie kommen wir denn da jetzt in Ruhe? Sollst du googeln für Tool eine Mod? Ja, hier so eine Nacktmod oder was? Oh ja, das Hochklettern war besonders darin. Oh, Äste. Okay, aber sie kann da hinspringen. Fand es ja mega faszinierend. Dass Eidos, die ja quasi ja nur die Publisher sind für das Spiel, seinerzeit gesagt haben, ja, aber so ein. Wieso hält sie sich da nicht dran fest? Rein Essende. Also Tomb Raider 1 kam raus 1996 und das war ja so ein Erfolg. Dass Eidos, der Publisher, zum Entwickler gegangen ist und tatsächlich ja auch gesagt hat, ey, wir brauchen dringend einen Nackt-Patch oder einen Nackt-Cheat für das Spiel irgendwie. Also gehen die Leute voll gerade richtig steil drauf. Und hat Core gesagt halt so, nee, machen wir nicht. Ah, jetzt raff ich's erst, Alter. Aber Eidos hat so hart rumgenervt, dass das wirklich, ja, dass da halt so ein Nackt-Cheat eingebaut wird, dass Core dann tatsächlich einen Cheat eingebaut hat und zu Eidos gesagt hat, ja, das ist ein Nackt-Cheat. Hier, können wir machen. Viel Spaß. Und im Endeffekt war das nachher aber nur dieser Cheat, wo Lara dann explodiert. So, wo ging das jetzt auf? Scheiße. Wo ist der Guckknopf? Nein, ich brauche den Guckknopf. Ich muss gucken. Ich muss gucken. Aber irgendwo ist doch jetzt so eine Falltür aufgegangen, richtig? Jetzt ist nur die Frage, wo. Ich höre das nur stöhnen. Ich glaube, jetzt müssen wir tatsächlich wieder nach oben. Oh, alter Äste! Ist so gut. Junge. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Viel Spaß im Lurk, mein Bester. Dann müssen wir einmal zurück gucken, dass wir zurückkommen. Also quasi in die Ausgangsposition. So, wir laufen mal langsam. Klasse, hat super geklappt. Dann machen wir das jetzt so. Aber da kommen wir auch nicht weiter, ne? Ja, da kommt sie auch nicht ran.
Warte mal, hier war jetzt nichts, ne? Warte, 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 warte. Ich wollte so um die Ecke gucken. Nein! Oh. Es ist halt, wenn du komplett raus bist aus der Steuerung, ne? Dann uiuiui. Vor allem, irgendwo läuft er ja auch. Nur niemand weiß wo. Wird schon. Ja, doch, das denke ich auch. Ich gerade einfach dachte, da gibt's was, aber das sind einfach nur Texturen. Ich riskiere das jetzt. So. Nein, oh, schief. Ich würde gerne jetzt mal gucken. Ich glaube, jetzt speichere ich auch mal. Und jetzt bloß nicht laden. Naja, gut, das ist ja. Ich glaube, das ist nur. Das wird doof. Ja, das war schon mal. Der Zombie, der schlägt schon mal die Hände über den Kopf zusammen. Zu Recht. Wo springt die auch immer hin? Ich komme ja. Warte mal. Hier bringen wir das auch alles nichts. Wir gucken mal, dass wir die Hood Mom. Autschi. Nichts gut. So, wie kommen wir denn da? Wie kommen wir denn da hin? Okay, das war auch nicht klug. Aber wie kommen wir denn da jetzt hin? Das ist jetzt ja die ganz große Frage. So. Also. Ich komme da unten hin. Ich komme. Wo komme ich denn hin? So, hier oben. Ist alles so scheiße angeschrägt, ne?
Mann, blöde Kuh. So, hier kommen wir nicht durch. Alter, es ist wirklich. Erstmal 10 Stunden schlafen, wenn ich sie Lara köpfig. Ey, das geht mir nicht anders. Ich habe mich gestern so ein bisschen sportlich betätigt, ne? So ein bisschen. Ich habe Muskelkater aus der Hölle. Ey, wo sind wir denn jetzt? Oh nein! Scheiße. Gut, aber wir sind auf dem richtigen Weg. Das ist doch mal schön. Es geht heute im Schneckentempo voran. So, hier müssen wir. Das ist auch geil. Wenn man so langsam läuft, dann passiert hier nichts. Alter, das macht mich schon so ein bisschen fertig, wie der Typ hier durch die Gegend. Ist doch was aufgegangen. Ich weiß bis jetzt immer noch nicht wo. Brauch mal Licht. Okay, wir brauchen Schlüssel. Na gut. So, von da kommen wir. Ja, wo ist denn was aufgegangen? Irgendwo ist doch was aufgegangen. Ich weiß nur nicht wo. Wir gucken mal. Jo, viel Spaß im Lurk, Zombie. Also irgendwo ist doch... was aufgegangen. Aber wo? So wisst ihr, und die kleine Maus ist tatsächlich auch Spur. Oh yeah. So, pass auf, wir machen das jetzt nochmal ganz anders. Laden jetzt nochmal ganz von vorne. So. Sehr schön, hat super geklappt. Wir werden gleich angeschossen. So, aber pass auf, jetzt machen wir das mal so. Dass ich jetzt einfach auch mal guck, wo die scheiß Tür aufgeht und mich nicht ablenken lasse von irgendwas. Na komm, Lara. So, wo geht die Tür auf? Hä? Okay. Das kann ich auch irgendwann nicht mehr. Nee, wie gesagt, ich habe gestern... Ach, da! Alter!
Wie kommen wir da jetzt aber hoch? Rein, was auch immer. So, wir müssen ja. So, da müssen wir rein. Lass ich mal gucken. Schieß doch! So. Aha. Hat er was gedroppt? Alter, ich bin. Also heute ist auch schlecht. Der hat nichts gedroppt. Er hat nichts gedroppt. Aber der hat was gedroppt. Das ist gut. Ein kleines. Oh, Leute. Medikit. Erstmal schon trinken. Aha. So, das können wir glaube ich auch gleich nehmen. Wie viel große haben wir eigentlich noch? Auch drei, das ist. Das ist gut. Alter, jetzt sind wir hier. Zurück. Alter. Ey, weißt du, früher hat uns das nicht gestört, dass es keine Kamerasteuerung gab. Also ich habe einen Knopf. Ich kann drücken, wo sie hingucken soll. Das ist alles gar kein Problem. Aber ich kann keine scheiß Steuerung, keine Kamera steuern. Das ist mega nervig. Ey, dann guckst du dir Speedruns an, ey. Die brauchen fürs ganze Spiel eine knappe Stunde, nicht mal. Und ich bin hier so, ja, ich brauche schon eine Stunde für ein fucking Level, ey. Ich frage mich immer auf YouTube, ne? Wenn man sich so Longplays und so anguckt, ne? Weil ich mir auch immer so denke, so, ja, Kollege, cool. Dass du irgendwie 4 Stunden für das Spiel brauchst. Wie machst du das? Ich habe auch gesehen, dass Leute für Matrix, Path of Neo, irgendwie braucht 4 Stunden oder so und ich kack da voll ab. Aber ich lasse mir Zeit. Ich habe coole Leute hier am Start und da lässt man sich auch mal Zeit. So. Jetzt speichere ich noch mal.
Nein! Nicht gut. Das war echt nicht gut. Das war auch nicht gut. Ich müsste, glaube ich, nochmal einfach so zusammenschneiden. The Death of Lara Croft. Aufgespießt, Genick gebrochen, nochmal Genick gebrochen. Das war auch scheiße. So. Ich weiß noch echt, wie ich damals irgendwo in irgendeinem Elektromarkt gestanden habe an der PlayStation. Und ich habe die Demo zu Tomb Raider 2 gespielt. Das war King, Alter. Flavius Wassermarsch. Warte. Dann. Ich habe einen Screenshot gemacht. Das Ding gemacht. Wollte ich gar nicht. So. Ich habe jetzt gerade Eistee zur Hand. Fluffy, ich hoffe, das geht auch. Mir jetzt extra eine kleine Trinkpause. Auf Zuschauer, auf Chat, auf alle. Ich glaub's, du bekommst Flüssigkeit. Oh mein Gott, ich habe jetzt irgendwie keinen Schnaps oder so stehen. So. Oh, herrlich. Da muss ich euch bei Gelegenheit mal die Geschichte. Prost! Danke, Gizmo. Da muss ich euch mal irgendwann bei Gelegenheit die Geschichte erzählen. Von der Kneipe, in der ich mal war. Und den größten Whisky meines Lebens bekommen habe. So, wir speichern aber jetzt erstmal. Das war alles sehr. Vielleicht nachher, wenn wir durch sind. Oh, das ist eine sehr, sehr, sehr blöde Stelle. Und ich glaube, hier muss ich auf jeden Fall speichern. So, ich speichere nämlich nochmal. Also erinnert mich nach dem Spielen an die Whisky-Geschichte. Boah, hat er souverän gemacht. Oh, guck mal. Nochmal speichern. Ich werde es garantiert nicht nochmal so wieder schaffen wie gerade eben. Was sagen denn die Automatic? Wenn nehmen wir die. Alter! Gleich keine Dingsmuni mehr.
Was haben wir denn noch an? Hä? Hey. Da kommt sie jetzt nicht mehr hoch. Oh, wah. Oh, wie, oh, wah. Das ist so, das waren nur seine Hosen. So, wenn die. Und wir speichern nochmal. Nehmen wir nochmal 9. Dass überall diese Pendel sind, ne? Alter, was? Junge, chill mal eine Runde. So, checken wir mal ab, was wir hier so haben. Da ist ein... Okay. So, die Frage... Nee, okay. Gut. Ist schwierig. Gut. Also, darunter geht's schon mal nicht. Ist alles so voller dieser Dinger, ne? Gut, da hoch kommen wir auch nicht. Kommen wir von da? Ich meine ja, von da müssten wir doch gekommen sein, okay. Das heißt, wir müssen jetzt ja irgendwie... Den Knopf habe ich doch gar nicht gedrückt, doch. So, irgendwie müssen wir da doch hochkommen. Alter. Okay, ich glaube, der Ansatz war schon mal nicht verkehrt. Ich verstehe die Skybox auch in dem Level nicht, ne? Also jetzt könnte man sagen, ja, das ist ja aber Venedig bei Nacht. Aber warum auf einmal? Also im letzten Level war es hell. Sag mal, wie viel Energie haben wir? Ich nehme jetzt nochmal ein kleines. Ich will jetzt was wissen. Pass auf, und jetzt werden wir gar nicht getroffen von dem Scheißding. So, machen wir mal eine Fackel an hier. Alter! Das ist
scheiße, das ist alles scheiße. Ach, er kann... Da waren noch zwei. Wo ist der zweite? Da. Oh, der hat aber... Das ist alles gerade so semi-optimal, ehrlich gesagt. Ich möchte es gerne nochmal laden. Scheiße, ich hab vergessen, ein Medikit zu nehmen, ne? So, komm, nehmen wir nochmal. Okay. Also ich spiele es hier auch mit Steuerkreuz, ne? Also hier mit dem guten alten Digipad. Weil du musst tatsächlich ein bisschen... Das ist doch scheiße. Großes Medkit. Ey, das ist auch nicht gut, ne? So. Aber warte mal, der kommt doch hier eigentlich nicht hoch. Ne? Alter, wieso? Alter, die hat auch ein Junge. Also besonders gut lässt sie sich auch nach wie vor nicht steuern. So, pass auf. Und hopp. Oh, falscher Knopf. Aha. Da sind wir hier irgendwo aufgegangen. Da ist aufgegangen. So. Wir haben jetzt ungefähr, ich glaube, ich habe 10 Minuten geredet oder so, bevor wir angefangen haben zu spielen. 10 Minuten gequatscht. Fast jetzt eine Stunde gebraucht. Oh, das hat fast geladen, ne? Für den Quatsch. Da kommen Steine. Okay, also hier ist die Tür zu. Da ist ein Knopf. Dann drücken wir den nochmal.
Klasse, Lara. Aha, so. Ja, nee, ist klar. Ja, nee, ist klar. Aber gut, okay. Wir wollen uns nicht beschweren. Das ist doch alles scheiße. So, Steine bitte. Ein bisschen Indiana Jones. Okay. Nee, das ist schon zu weit. So. Jetzt zieht sie sich. Könnte ich auch nicht, Alter. Ich kriege nicht mal irgendwie Klimmzüge hin. Wie soll ich da denn sowas machen? So, okay. Speichern. Mann, Alter, ich bin so ein Vollhonk. Ist doch aber unglücklich gelegt auch, muss man ja auch mal sagen. Ha! First try. First try. Gesehen, ne? So. Jetzt machen wir es aber richtig. So. Kratzen. Speichern. Problem ist, wir haben auch nicht mehr so viele Medikits. Nee. Aha. Also zumindest gibt er uns das gleich wieder.
Hat er uns angeknuspert? Wir sind schießen, brauche ich wenigstens keine Fackeln. Weiß nicht, müssen wir da jetzt runter? Speichern wir nochmal, ne? Ich speichere mal lieber 9. Alter, warum schießen die gleich? Gar nicht, von wo die schießen. Ja, nee, ist klar. Von da hinten. Da läuft er einfach auf der Bühne rum, du. Ah, guck mal, jetzt sind die aber schon mal so getriggert. Das war auch schon mal gut. Na komm. Das ist gut. Was haben wir denn hier? Nein. Da kommen wir noch gar nicht auch hin, ne? Okay. Na, aber pauschal ist ja schon mal gut, dass wir den Typen jetzt ja schon mal platt gemacht haben, oder nicht? Kommt ein neuer, ist auch okay. Nur von wo kommt der denn jetzt? Sehe ich nicht. Eieiei. Aber bitte, welches Opernhaus hat bitte so einen fetten Swimmingpool hier mittendrin? Ja, natürlich, jetzt kann man natürlich sagen, ja, Herr Captain. Da kommt sie nicht ran, oder? Aber müssen... Ich denke mal, wir müssen da versuchen, irgendwie ranzukommen. Warte mal. Wir laufen mal zur Kante und dann speichern wir mal. Dann müssen wir den ganzen Scheiß nicht nochmal wieder neu machen. Genau so.
hier unter Wasser noch irgendwas? Außer, dass auf mich geschossen wird. Aber wir haben ja gespeichert. Das war dann nicht so schlimm. Das finde ich, haben wir doch auch schon mal ganz vernünftig geregelt hier. Aha. Junge, was? 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 Ja. So, pass auf, machen wir das nochmal. Also ist hier auch so ein Spiel, da musst du schon viel speichern. Das ist ein bisschen wie Hitman. Aber wie viel... Digga, komm, 23 Fackeln. Ja, nimm eine. Du doch auch gar nicht mit. Hä, jetzt ist hier nicht mal was? Ja, das gibt's doch nicht. Hier ist nicht mal was. Wie Hitman, wie Cyberpunk, wie alles. Ja, Cyberpunk muss ich auch nochmal spielen. Ich habe es auf der Xbox One S mal irgendwann angefangen, aber nicht... Aber nicht wirklich gespielt. Und ich sagte letztens auch schon zu Cheeky, gerade jetzt so mit GeForce Now, ne? Müsste man echt mal machen. Ich glaube, ich wäre echt nochmal gewollt, mir nochmal Cyberpunk noch ein zweites Mal zu kaufen. Halt einfach, um es am Rechner zu zocken. Könnte sie ihn anvisieren? Könnte sie. Macht sie es? Nein. Warum? Warum sollte sie? Nein. Oh. Ich spiele es aktuell auf Stadia, aber GeForce Now schaut echt Bombe aus. Ich habe auch überlegt, mir das für Stadia zu holen. Aber ich glaube, optisch schockt es tatsächlich auf GeForce Now einen Ticken mehr. Und das bestätigst du mir ja auch gerade. Leute. Mal gucken, also ich habe es auch angefangen, ja, auf letztes Jahr. War auch mit so eins der ersten Games, die ich auf dem Stream durchzocken wollte. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, so war schon schwierig zu zocken, also zumindest im Stream. Aber ich glaube, ich bin da ticken souveräner mittlerweile unterwegs. Dass ich schon glaube,
Das wäre jetzt anders. Ja, pff, hätte ich auch gleich so machen können, ne? Komm hier eine Tür auf? Ne, hier geht sie nicht auf. Gleich speichern. Hier kommt schon mal nichts, das ist ja schon mal gut. Und vom Ding her ist ja auch Cyberpunk sehr häufig mittlerweile im Sale. Also für 30 Euro kriegt man das ja eigentlich mal sehr häufig. Ich glaube, da werde ich dann auch nochmal demnächst zuschlagen. Also auch einfach, wenn ich so die Kapazitäten dann nochmal. Hä? Hä? Jetzt bin ich hier oben rausgekommen? Nee. Moment. No. Ach, was hat das denn jetzt mit dem? Ach, den kann ich bestimmt noch gar nicht umlegen. Okay. Gut, das heißt, wir müssen wahrscheinlich okay. Ja, jetzt. Da ist auch noch ein Schloss. Scheiße. Noch ein Schlüssel. Okay, wo kommen wir denn da runter? Ich laufe da nicht genau drunter durch. Ja, das war jetzt ja schon mal. Ne? So, wir gucken hier nochmal. Wie wir auf die Bühne kommen, ehrlich gesagt. Ja, nee, ist klar. Nix.
Aber wirklich, wie kommt man da denn jetzt hin? Oder habe ich jetzt hier noch was übersehen? Okay. Jetzt haben wir eh die Fackel an, ne? Okay, ich bin einfach so dumm. Ich bin drauf reingefallen. Ah. Wann wir mal bald die Uzi kriegen, gell? Eieiei, ob wir das wollen? Ich weiß ja nicht. Springen, sie soll nach hinten springen und eine fucking Rolle machen. Wieso macht sie das nicht? Das ist doch schon wieder total crap hier. So, jetzt müssen wir kurz eruieren. Ist noch nicht so, ne? Junge, da komme ich noch im Leben noch nicht ran, oder doch? Was ist denn das für ein Crap, Alter? Das ist doch richtig der Crap. So sind noch welche. Und versuchen wir den auch mal hier zu triggern. Das ist doch scheiße, ey. Eigentlich müssten wir alle haben.
Also mein Plan, ich gucke jetzt mal auf die Uhr, mein Plan war eigentlich, das Opernhaus heute noch zu schaffen. Dass wir auf die Bohrinsel kommen, das wäre so das nächste Level. Aber da müssen wir echt mal gucken. Das ist aber so ein Pendel. So, speichern. Hoch mit dir, Frau Kollegin. Okay, warte mal. Da waren Ratten. Ich sag's euch. Oh, ist ja gemeingefährlich, was die da machen. Da wird ja auch einem schwindelig. Schalter. Ich hätte doch bestimmt. Warte mal, das will ich jetzt wissen. Das ist nie passiert, liebe Leute. Ich weiß nicht, ob es an meinem Controller liegt oder an der Steuerung. Die muss das, da muss ich mich doch festhalten können. Wieso habe ich nicht gespeichert vorhin? Ich will es jetzt wissen. Ja, wobei ich glaube tatsächlich, dass die Rutsche da. Die ist einfach. Na, die ist zu kurz, okay.
Der ist schon riesig. Oh, da ist schon mal das, was wir brauchen, ne? Aha. Aber hier gibt es doch bestimmt noch mehr zu entdecken. Also ich glaube nicht, dass es das hier schon war. Mach nochmal eine Fackel an, Mausi. Okay, hier ist... Schwimmsteuerung. Alter. Nimm mal mit. Auch wenn wir sonst kein... Dings eingesammelt haben bis jetzt. Ich hätte jetzt irgendwie gehofft, dass hier noch irgendwie eine Waffe oder so rumliegt, dass wir jetzt vielleicht irgendwie eine Uzi oder so kriegen können. Ich weiß nämlich ehrlich gesagt auch gar nicht, wo es die Uzi nachher gibt. Also wir hätten die, wo hätten wir die denn kriegen können? Irgendwo hätten wir die kriegen können schon. Ich meine im Batolis Versteck. Da hätte man die bekommen können. Oh, Lara. Aber haben wir nicht. Okidoki, Cap. Ich bin mal Rose 99, ein allerlieben Gizmo. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Hab eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass du dabei gewesen bist. Hau rein, mein Bester. So, wir machen... Ich gucke jetzt mal... Ja, einen Augenblick spielen wir auch noch. Irgendwie bin ich gerade irritiert. Hä, aber wieso geht das? Das verstehe ich nicht. Ich glaube, wir müssen tatsächlich noch ein bisschen auf Erkundungstour gehen. Denn... Da kommt man sonst nicht raus. Wir kommen hier sonst nicht raus. Das schlägt. Also eingesammelt haben wir doch jetzt ein Relay. Relay war hier. Okay. Aber das wird ja wohl noch einen Grund haben, warum das hier weitergeht, ne? Jetzt weiß ich, wie man Screenshots macht.
Alter. Das ist aber auch dreckig. Guck mal, Schalter weg. Auch jetzt nur durch Zufall, echt, ey. Okay, aber guck mal, dann wissen wir doch jetzt auch, wo wir hin müssen. Aber das ist dann halt tatsächlich so ein bisschen so die Krux von den alten Spielen, ne? Dass sie ja dann durch die Grafik halt. Das ist halt alles nicht so optimiert auf neue Computer. So, speichern. So. Aber wir haben jetzt schon mal zumindest alle Gefahren gebannt. Koppennacken. Koppennacken? Scheiße, was war da nochmal? Koppennacken war, glaube ich, Echsen. Fuck. Pass auf, Arrestium. Koppennacken. Erstmal, Arrestium, schön, dass du da bist. Einen wunderschönen guten Abend. Das ist das Geile bei den Kanalpunkten, ne? Weiß man auch mal, dass coole Leute dann ja auch anwesend sind und rumlurken und sagen, haha, Captain, du musst jetzt was trinken. Hm. Na, meine. Ah. Ich weiß nicht, wie lange du schon dabei bist, Arrestium. Alle Gläser, alle großen Gläser, also Standardgläser. oh. Warte. So, da alle Gläser, alle diese normalen Gläser gerade in der Wäsche sind, wollte ich gerade sagen, nehme ich jetzt die hier und mache da quasi zwei draus. Ja, nochmal. Oh, Junge, machst du mich fertig. Oh, jetzt steige ich aber auf Wasser um. So. Eigentlich müsste ich jetzt noch eins. Pass auf, ich kipp mir jetzt noch ein Glas ein. Das ächze ich jetzt aber nicht. So zweimal hintereinander ist aber auch gemein. Zweimal hintereinander ist auch gemein. Oh. Entschuldigung. Das ist ein stilles Wasser auch. Stille Wasser sind tief. So, pass auf. Ich würde jetzt vorschlagen, ich kotze jetzt hier doch hin. Wir setzen jetzt noch das Relay ein, weil ich eine Ahnung, glaube ich, zu scheinen habe, wo es hinkommt. Habe ich gespeichert? Speichern nochmal. Ich weiß es nicht mehr. Schulz. So, speichern. Das ist ein sehr schönes YouTube-Video auf jeden Fall. So, ich will jetzt das Relay noch einlösen. Einsetzen. Und ich glaube, dann machen wir Tomb Raider technisch Feierabend vor. Da geht es nächste Woche natürlich weiter. Kann ich jetzt hier nicht?
Ach was. Komm, die nehmen wir mit. Aha. Nee. Okay, das ist scheiße. Nee, machen wir nicht. Laden. So. Ah, normal. Die Secrets sammeln wir ja eh nicht ein. Gute Nächte. Fluffy, vielen Dank fürs Einschalten. Schlaf gut. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Und dabei wollte ich gleich noch meine grandiose Whisky-Geschichte erzählen. aber du findest es ja noch als Video on Demand auf jeden Fall. Hey. Warte mal, speichern. Ich will das ausprobieren. Okay. So, jetzt kommt er wieder hoch. Hoffe ich. So, geht er von alleine wieder runter? Okay, pass auf. Ich speichere jetzt noch einmal. Halt einfach, weil ich keinen Bock habe. Gleich wieder so lange auf den Fahrstuhl zu warten. So, und hier speichern wir final für heute, für diese Woche. Und sagen, das war Tomb Raider 2, die dritte Session. Und für meine YouTube-Freunde gilt natürlich vielen Dank fürs Einschalten. Ciao, sie.